Hallo ihr Lieben, wir machen einen schönen Strudelteig und zwar, ich habe jetzt gedacht, wir machen eine Hälfte mit Mohnfüllung und die andere Hälfte einfach mit Pudding. Und zwar den Pudding habe ich jetzt schon vorbereitet, ein halbes Päckchen, so vom Fertigpudding. Ich habe jetzt Sahne genommen, ihr könnt aber auch gerne Vanille nehmen. Dann geht's weiter. Was wir brauchen? Wir brauchen, das ist auch so ein Problem, doppelgriffiges Mehl. Ich war jetzt im Laden, habe halt gedacht, das steht einfach dran. Also irgendwo auf der Seite oder so. Aber so einfach machen sie es einem nicht. Ich habe jetzt das da genommen. Weiß nicht, ob es das Richtige ist, weil da steht 50% Weizenmehl, 50% Grieß. Im Internet steht wieder Grieß, wäre es irgendwie nicht. Aber das kam mir am ersten so vor. Daher weiß ich jetzt nicht jetzt genau, ob es das Richtige ist. Auf jeden Fall doppelgriffiges Mehl sollte man verwenden. Wir gucken jetzt mal, ob das funktioniert. Vielleicht habe ich ja damit Glück und es ist das Richtige. Dann brauchen wir 150 Milliliter Milch. Die habe ich jetzt gerade hinten noch auf dem Herd stehen, weil die warm gemacht werden muss für die Hefe. Dann brauchen wir 30 Gramm Zucker, ein Päckchen Hefe, 40 Milliliter Öl. Und dann später noch zum Bestreuen habe ich hier noch Puderzucker. Ach ja, und genau, um was zum Mohn zu sagen ist, ich habe jetzt so eine backfertige Mohnfüllung. Ihr könnt aber auch gemahlenen Mohn nehmen. Und zwar dann müsstet ihr 70 Gramm gemahlenen Mohn nehmen, 70 Gramm Zucker, das einfach vermengen. Dann bestreut ihr die eine Hälfte später, die ich mit dem Mohn befüllt, bestreut ihr dann mit der Mohn-Zuckermischung. Und dann träufelt ihr einfach noch etwas Öl oben drüber. Das wollte ich eigentlich machen, aber bei mir im Laden gab es jetzt keinen gemahlenen Mohn, sondern nur den groben Mohn. Das wollte ich jetzt nicht nehmen. Deswegen habe ich mich jetzt einfach für diese backfertige Mischung entschieden. Und genau, dann können wir eigentlich starten. So, die Milch ist jetzt lauwarm. Jetzt gebe ich da einmal die Hefe hinein und den Zucker. Und dann verrühren wir das ein bisschen und lassen es einen kurzen Moment einfach stehen, damit die Hefe einfach schon mal ein bisschen arbeiten kann. Dann geht es weiter, dann geben wir das Mehl in die Schüssel, dann das Öl und unsere Hefemilchmischung. Und das Ganze tun wir jetzt zu einem Teig verkneten. So, also ich habe jetzt gerade das mit der Hand noch ein bisschen geknetet und habe ungefähr noch so einen Esslöffel von dem Mehl dazugegeben, damit es nicht an der Hand klebt, aber wirklich nur so einen Esslöffel. Und was ich immer zum Gehen lassen jetzt ganz gerne mache, ist jetzt nicht nur ein Geschirrhandtuch drüber zu geben, sondern eine Frischhaltefolie, damit halt wirklich keine Luft rauskommt. Muss mal gucken, ob die mir noch reicht, aber sollte gerade noch reichen. So. Und dann kann der Teig so jetzt erstmal ein Momentchen gehen, bis wir weitermachen. So, der Teig ist jetzt schön aufgegangen und jetzt versuche ich da mal schön ein Rechteck rauszurollen, damit wir den dann auch schön einrollen können. Also was ich eben noch gemacht habe, ist, ich habe den Pudding jetzt nochmal gerade mit dem Mixer schön gemixt, damit er einfach schön zum Verstreichen ist. Dann kommen wir zur Mohnmasse. Jetzt müssen wir das Ganze schön vorsichtig einrollen.
Jetzt haben wir hier den Strudel und während der Ofen jetzt auf 180 Grad schon mal vorheizt, gebe ich hier gerade so Piekser rein, in der Hoffnung zu vermeiden, dass der Strudel dann bricht, wenn er aufgeht. So, und dann kann der gleich ab in den Ofen. Also, so sieht das Ganze jetzt aufgeschnitten aus. Also in der Mitte ist hier dann der Pudding. Sieht man jetzt auf der Kamera oder von der Kamera nicht so gut. Aber wie gesagt, hier in der Mitte ist der Pudding, da ist der Mohn. Ich habe jetzt noch ein bisschen Puderzucker drüber gegeben. Übrigens, ich glaube, dass ich das richtige Mehl genommen habe. Zumindest habe ich es mir genauso vorgestellt. Also ich hatte ja keine Ahnung vorher, wie das Mehl sich so verhält. Aber ich bin damit sehr zufrieden. Deswegen kann ich euch das empfehlen, dieses Mehl zu nehmen. Ich zeige es euch nochmal. Und zwar so. So Pastamehl von Diamant. Und ja, dann macht's nach, lasst es euch schmecken. Ach so, halt. 30 Minuten war das Ganze im Ofen. Also einfach gucken, dass es oben goldbraun ist, dann ist es gut. Und bei mir waren es 30 Minuten. Aber jetzt sind wir fertig, dann macht's nach, lasst es euch schmecken. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss.